Ja, hallo, herzlich willkommen bei Cosplay Extrem mit dem Kellerkind. So, wir haben in der letzten Folge den Abfahrer hier vom Feld 25 hier hinfahren lassen, um den Kurs einzufahren. Und wir müssen jetzt quasi den zweiten Teil auch einfahren. Ich hätte den jetzt auch entleeren können, aber wie gesagt, dann wissen wir auch sofort, ob der Kurs funktioniert. Und hey, ein bisschen Platz ist ja hier noch. Steht wieder sehr viel an. Ein Drescher ist zu Ende. Der Rübenernter läuft ja noch nicht so richtig. Den Abfahrer habe ich erstmal wieder dahin geschickt. Da ist er jetzt da. So, jetzt müssen wir aber erstmal den Kurs hier einfahren. Alles hat sich festgefahren. Ja, kann wieder am Bahnschranke sein. Wir haben ja den Wollernter zurückgeschickt. Und der bleibt bei diesen Bahnschranken hängen. Gucken, dass ich hier. So, hier kann ich rein. Das ist dann. Speichern. Hof. Feld 25. Löschen. Jetzt fangen wir mal eben den Abfahrer ab. Und in der Zeit, wo der abtankt, können wir den Kurs ja zusammenbauen. Das so, sollte okay sein, oder? Ja. So, jetzt können wir den Kurs zusammenbauen. Wir brauchen Feld 25 zum Hof. Als erstes. Dann brauchen wir den Lagerkurs. Was habe ich jetzt gemacht? Den Weg, nein. So, hier muss ich draufklicken. Hoflager als zweites. Und jetzt brauchen wir Hof zu Feld 25. Fertig. Abfahrkurs. Den Drescher weisen wir auch mal zu. Und Abfahrer einstellen. Schauen wir mal, ob der das schafft. Feld 38, der ist nicht. Hier müssen wir gucken. Feld 18, Unkraut entfernen. Haben wir da einen Kurs? Schauen wir mal. Haben wir. Fahrer einstellen. Wir sehen, warten, bis er losgefahren ist und dann. So, der ist auch verarztet. Ja, hier.
Das Ding ist etwas zu breit. Jetzt können wir ihn eigentlich wieder losschicken. Er fährt ja so einwandfrei. Vielleicht muss ich da die Kurse nochmal bisschen nach innen versetzen, dass wir da eine Engstelle haben. Aber es dauert immer so lange. Ich brauche eine gut 10 Minuten, bis ich aufs Spiel komme momentan. Durch Cursplay. Und das mit den Kursen möchte ich jetzt nicht auf die Schnelle machen wollen. Und dann peu à peu. Immer eine nach den anderen. Weil ich habe ein bisschen Bammel, dass da irgendwas passiert. Ich leere den jetzt erstmal hier aus. Hat er den Kurs noch drin? Ja. Einstellen. So. Und du bekommst den Abfahrtkurs. Mal wieder. Abfahrkurs. Gut. Weil ich habe mal, ich werde ihn jetzt zum Hof fahren. Oder welchen, nee, dann fährt er wieder zurück. Möchte ich nicht. Ich nehme mal Autodrive. Ich werde ihn jetzt mal zum Hof fahren lassen. So, und dann werde ich mal versuchen, einen zweiten Anhänger dran zu setzen. Das würde ja schon auch einiges sparen. So, wir sind hier auf Feld 36. Und auf Feld 32 ist Roggen? Roggen. Können wir einfach so rüberfahren. Ich muss nur schauen, wie ich das Feld angefahren habe. Aha. Nicht von hier, sondern von oben. Sollen wir dem mal jetzt sagen, Feld 32. Mit dem solange keiner entgegenkommt, ist ja okay. 32. Wie gesagt, Autodrive in der neuesten Version. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder eine neue gibt. Auf jeden Fall in der Version, die ich hier drauf habe, da funktioniert auch das Fahren mit dem Drescher. Der Drescher kriegt einfach im Prinzip vorher schon gesagt, wo er hinfährt. Bei den Traktoren ist dieser weiße Strich ja meistens unter den Traktoren. Und das würde hier nicht funktionieren. Deswegen ist er bei Dreschern vor den eigentlichen. So. Und jetzt stehst du schon genau richtig. Ich versuche immer noch darüber zu gehen. Kurs generieren. 32. Wir sind im Nordosten.
13 Meter. Generieren. Zurück. Ach, wir müssen erst abspeichern. Sonst... Jetzt habe ich den Kurs gelöscht, ne? Falsche Symbol, aber dann brauche ich ja hier nochmal auf neu generieren. Es dürfte alles geblieben sein. Und dann speichern. Feld 32. Drescher. 13 Meter. Nordosten. Speichern. Abfahrer einstellen. Festes machst du sofort runter, jawohl. So, du bist auch fertig, aber noch nicht leer. Kommt der Abfahrer? Nee, Abfahrer rufen. Der kommt, okay. Du bist zum Hof unterwegs. Du hast Feld, was ist das? 22 gekalkt. Gut. 22 ist gekalkt. Ist hier. Ja. Da ist nicht gekalkt. Komisch. Ist auch bescheuert. Jetzt hat er ja auf diesem, wo ich die Baumwolle abgeholt habe, habe ich ja die Frucht zerstört. Da habe ich jetzt nicht gekalkt. Versteht das einer? Obwohl ich ja komplett drüber gegangen bin. Da zeigt er sie mir dann an, als wäre nicht gekalkt. So, Feld 24 ist aber schon wieder angesät, ne? Ja, die habe ich mal wieder Schande auf meine Haupt. So, Feld 25 ist leer. Muss auch gekalkt werden. Dann fahren wir den erst Richtung Hof. Entlassen den mal. Klappen zusammen. Löschen den Kurs. Und sagen jetzt, wohin fahren wir? Nach oben. Ich glaube, ich habe noch keinen Kurs. Kann das sein? Von hier aus nein. Dann fahren wir eben noch einen ein. Zur Straße zurück. So. Sollte gut sein. Nein, dich brauche ich nicht. Ich brauche dich. Wir können den ausmachen. Und ja. Ah, er ist umgesprungen. Okay. Ich habe gedacht, er nimmt immer den letzten Punkt, wo wir fahren. Aber das war es wohl nicht. Vielleicht sind wir auch ein Stück gerollt. So, die beiden müssen wir verbinden. Ich habe nämlich gerade beim ersten Versuch diese Linie gelöscht. Weil ich gedacht habe, wenn ich aufhöre, der bleibt hier auf dieser Linie. Aber ich ist darüber gezwitscht und habe die dann zuerst gelöscht. Einfach nochmal draufklicken, dann ist der Dings, also der Weg wieder da. So. Können wir Kurs berechnen. Ja, hier diese Kurse. Da sagt er mir jetzt, da hätte ich nicht gekalkt, obwohl ich ja auch da drüber gefahren bin. Ich will den jetzt zum Hof losschicken, aber ich möchte erst warten, bis der mit der Berechnung fertig ist. Sicher ist sicher. Müssen wir hier mal einen Moment warten.
So. Und 100. Rufen, welchen Wegpunkt nimmst du jetzt? Über den Parkplatz. Aber da sind wir auch noch nicht drüber gefahren. Ist vielleicht der kürzeste Weg. Hätte ich noch einen Schlenker einbauen müssen. So einen kleinen. So, aber fährt ja gut drüber. Das passt. So, dann schauen wir mal. Du bist hier total verkehrt. Abfahren lassen. Löschen. Du musst nämlich zu Feld 32. Und da haben wir hier auch noch keinen Kurs, ne? Hier ist ja ein Stück hin bis zum Weg. Ich würde sagen, falls wir noch mal von hinten kommen, fangen wir hier noch mal an. So. Nicht schön, aber selten. Jetzt fahre ich den mal hier rüber ein. Mach den Fahrmodus aus. Oder den Zeichenmodi. Jetzt bin ich ein Stück zu weit. Komm. Wohin schließen wir an? Nein, nein, nein. Ich möchte gern dahin. Je weniger Knicke drin sind, desto besser. Und du fährst jetzt so auch zu 32. Abmarsch. So, du hast aufgetankt. Dann können wir hier auch eine Kursaufzeichnung entlassen. Löschen. Abgespeichert haben wir ja. Und hier können wir dann auch so machen. Wir schalten hier an. Und fahren hier im Punkt wieder zur Straße zurück. Gut. Fahren wir mal Englisch. So. Weil dann können wir auch den Drescher gleich auf den Kurs setzen. Ich glaube, ich lösche den letzten sogar mal. Nehme den Kurs und schließe den vorne an. Da. So. Dann können wir das auch schon wieder beenden. Das auch. Und du kannst zum Hof fahren. Ich versuche es einfach mal. Gucken, ob er jetzt meckert. Ja. Will er nicht haben. Dann lassen wir den wieder erst berechnen, weil dann können wir auch den Drescher gleich die Strecke benutzen lassen. Damit er entweder zum Hof fährt. Weil wir müssen mal gucken. Ich habe, glaube ich, die Drescher schon lange nicht mehr gewartet. Wie es da aussieht. So, dann kannst du aber jetzt zum Hof. Das klappt. Ja. Du bist bei Feld 32. Tanken wir erstmal hier den
Drescher ab. So, dann haben wir das auch. Jetzt lasse ich den aber erstmal hier stehen. Ich will mir mal die anderen Problemfälle anschauen. Wir werden hier den neuen Kurs dann beginnen. Einmal rumgucken. Du fährst zum Hof. Du Stroh sammelt, strammeln, das ist gut. Du bist fertig. Das ist schön, haben wir von hier einen Kurs. Ne, haben wir nicht. Dann machen wir erstmal entlassen, löschen, zusammenklappen und einmal warten. Du bist der wartet. Habe ich hier Werkstatt eingegeben? Eigentlich solltest du zum Hof fahren. Hof. Weil auf dich warte ich nämlich. Den können wir jetzt erstmal entlassen. Den Kurs löschen. So, wir sind hier auf Feld 25. Hm. 37, 43, das sind noch große Felder. Aber was ist da drauf? Mohn. Mohn ist auf 33. Weizen. Ja, dann lassen wir den doch zu Feld 37 fahren. Da machen wir aber jetzt nein. Klappen wir alles zusammen. So. Dann drehen wir einmal kurz und stellen hier ein 37. Und Abmarsch. Das läuft noch du. Dich wollte ich, ja. Den Kurs hier rausnehmen, sonst könnt ihr nichts machen. Wir entleeren die erst. Unsere schönen Zwiebeln. So, können hier schon mal Feld 15 einstellen. Können wir jetzt schon mal machen. Da haben wir nämlich noch einen Anhänger stehen. T.
Drehschema rückwärts fahren. Alle Achtung. Na, hätte doch klappen können. Da ist er doch. Ankoppeln. Oder nehmen wir sofort den Abfahrkurs? Komm, wir nehmen sofort den Abfahrkurs. Feld 15. Nein. Ach, hat er das schon drin gehabt? 15. Abfahrer einstellen. Dann dürfte der doch den. Die Erntemaschine doch auch komplett leer machen. Da werden wir. Ach, das Schneidwerk geht eigentlich noch. Sieht alles noch okay aus. Was ist denn eingestellt? Ich fahre mal eben selber. Straße auf Feld. Ich werde mal das ein Stückchen selber fahren. Dann ist der ein bisschen schneller und dann schauen wir uns mal an, wie er den Holmer abtankt. Hier setzen wir den mal wieder an. Abfahrer einstellen. So, jetzt ist er auf dem Abfahrkurs. Sollte er eigentlich gut rankommen. Ach nein, abfahren lassen. Falscher Kurs hat er drin. So, jetzt nochmal Drescher, Abfahrer einstellen. So, ich weiß nicht, warum der den Kurs nicht drin hatte. Hatte ich jetzt auch nicht drauf geachtet. So. Ich glaube, ich muss den Holmer automatisch finden. Macht das? Ja. Ich werde jetzt auch nicht stellen. Er hat jetzt den erkannt. Normalerweise ist ja so, wenn er auf dem Feld ist, dann passt das auch. So, 5 Meter hat er auch noch drin. Jetzt schauen wir mal. Der setzt sich wieder in Bewegung. Ob er den zweiten auch voll macht. Sieht so aus. Ein Foto wert. Damit können wir den Rübenernter oder den Zwiebelernter auch leer kriegen. Mal. Jetzt haben wir hier 42.000 haben wir den abgetankt. Und ja. Effektiver.
So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen auch wieder ein, hier auf der Don Diego Map bei Cosplay Extrem mit mir, dem Killer Kim. Ciao, ciao.